Zweiter Lauf des ADAC GT Masters in Hockenheim. Polesetter ist der Niederländer Stijn Schothorst, der bereits im ersten Rennen aufs Podium fuhr. Mirko Bortolotti im grün-weißen Audi versucht's außenrum. Schothorst hält erstmal gut dagegen, doch Bortolotti geht scheinbar nach vorne. Doch weit gefehlt, Kelvin van der Linde mischt da plötzlich ganz vorne mit, geht links ganz locker vorbei an dem Audi-Duo Bortolotti und Christopher Mies und übernimmt die Führung. Wie eng es da beim Start zugeht, sehen wir hier onboard mit Kelvin van der Linde. Da passt zwischendurch mal kein Blatt Papier mehr zwischen die Boliden. Drei Audi damit vorne, van der Linde, Haase und Bortolotti, Polesetter Schothorst im Lamborghini auf dem vierten Platz. Ein Duell im mittleren Feld. Dorian Boccolacci im Zugspeed überholt hier innen Nick Yellowly, der weit nach außen geht. Clemens Schmid im Lamborghini nutzt den Moment und schlüpft mit durch auf Platz 12. Früher Fahrerwechsel bei den amtierenden Meistern, die hier in Führung liegen. Patrick Niederhauser übernimmt das Cockpit von Kelvin van der Linde. Zurück auf die Strecke. Indi Donche sitzt mittlerweile für Maxi Götz in der gelben Mamba und kassiert hier Tim Zimmermann, der den Lambo von Stijn Schothorst pilotiert. Platz 4 für den Mannfilter Mercedes. Bei den Gesamtführenden läuft es am Sonntag überhaupt nicht rund. Christian Engelhardt und Michael Ammermüller nur auf Rang 18 unterwegs. Noch dazu unter Dauerfeuer von Maximilian Paul, der hier im Audi drauf und dran ist, vorbeizuziehen. Kurz vor Schluss wird es nochmal richtig eng. Albert Costa Balboa rauscht hier fast in Robert Renauer rein, bremst aber gerade noch rechtzeitig ab, um eine Kollision zu vermeiden. Vorne brennt nichts mehr an. Dreifachsieg für Audi. Niederhauser und van der Linde siegen vor dem Duo Max Hofer und Christopher Mies. Rang 3 geht an Rolf Ineichen und Mirko Bortolotti. Niederhauser und van der Linde übernehmen mit ihrem Sieg auch die Führung in der Gesamtwertung.